Den von Uli Sude befürchteten Trainingsrückstand nicht verbergen. Das Positivste an dieser Partie waren 4000 Zuschauer im Waldstadion. Der FCH begann wie die Feuerwehr. Eine Viererabwehrkette und ein dichtes Mittelfeld. Nur selten gab es aber in der ersten Halbzeit so schönen Kombinationsfußball zu sehen wie in dieser Szene. Kachaba, Kacharaba, er hatte gleich zwei Möglichkeiten in der Anfangsphase dieser Partie. Auf der anderen Seite sorgte Dennis Weiland bei diesem Freistoß für die erste Schrecksekunde beim FCH. Peter Eich mit Klasseparade und mit der Rüge, an die Mauer doch in Zukunft zusammenzustehen. Gerade von Standardsituationen hatte sich Homburgs Trainer Uli Sude einiges versprochen. Asima, Torwart Adler und Anatoli Muschinka mit Risiko. Ansonsten rieben sich die Fans nicht gerade vor Begeisterung die Augen. Mehr Kampf als Ästhetik. Wieder Muschinka, die nächste Möglichkeit für RWO, diesmal durch Adi da Silva. Er ließ sich allerdings ein bisschen zu weit abdriften. Da Silva und Theo Roos, die beiden Ex-Homburger im Team von Trainer Gerd von Bruch. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatte wieder Kachaba, Kacharaba. Auch diesmal allerdings leider nur mit links. 0:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang gab es noch weniger klare Möglichkeiten für die Homburger als in der ersten Hälfte. Anatoli Tiku aus Ghana scheitert am tieffliegenden Adler. Immer gefährlich bei den Gästen Achim Weber mit vielen Überraschungsmomenten. Die rot-weißen Fans hatten hier allerdings zu früh gejubelt. Es blieb beim Unentschieden ohne Tor und zweifelsohne lagen die Homburger Stärken gestern Abend mehr in der Kampfkraft und im Abwehrverhalten als im Abschluss. Sudes Risiko nicht belohnt. Ich habe alles riskiert, habe nicht alles verloren, aber auch nicht alles gewonnen. Auch Georgi Mueme, der 26-jährige Nationalspieler aus Kamerun, erst kurz vorm Spiel verpflichtet, konnte am Unentschieden nichts mehr ändern.